Hi Leute, wir dürfen euch heute das Kfz-Azubi Fitnessgerät zeigen. Oder wir nennen es auch Reifenmontiermaschine. ATH nennt das ganze Teil ATH M72, klingt wie ein Maschinengewehr, ist auch fast so schnell wie eins, kann 1000 Reifen montieren pro Minute, wenn der Azubi schnell genug ist. Nee, Spaß. Marco wird euch das heute vorstellen. Ja, los geht's. Ich erkläre jetzt mal hier diese Features von diesem geilen Gerät. Also, das kennt glaube ich jeder, den Montagearm kann man verstellen, wurde fixiert. Was cool ist, man hat hier diese Schoner, die kann man auswechseln, die gibt es auch einzeln zu bestellen. Da kommt sogar ein Set dazu, wenn man die Maschine kauft. Dann, was richtig cool ist, hier die Schnellverstellung für die verschiedenen Felgengrößen. Also die Stahlfelgen packt man normalerweise immer von innen, also quasi hier mit diesen Zacken, und die Alufelgen mit den Plastikschonern hier von außen. Und hier kann man es halt beliebig verstellen. Von 9 bis 26 Zoll geht es. Dann haben wir hier die gängigen Fußhebel, sag ich mal. Hübel. Also hier zum für den Arm. Dann für die Spannbacken. Also hier ist die Fußtaste für den Abdrücker, das zeige ich dann später, wenn ich den Reifen abdrücke. Hier hat man die verschiedenen Geschwindigkeiten, Stufe 1 und Kickdown Stufe 2. Und du kannst auch eine Drehrichtung auch noch machen, wenn du nach unten und nach oben drückst. Ah, da geht es nicht schneller. Ja. So, genau. Nur zum Korrigieren. Genau, dann hat man hier diesen Montagearm, das ist der A34. Hier kann man die Höhe einstellen. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn man Runflat-Reifen hat oder was und den Reifen niederdrücken will. Dann gibt es hier noch so einen coolen Adapter. Den kann man da einfach reinstecken. Hier hat man den Plastikadapter und den kann man dann einfach hier in die Mittelloch von der Felge platzieren und die Felge nochmal runterdrücken, wenn man irgendwie Runflat-Reifen hat oder so, die hier schlecht reinrutschen mit der Felge. Also den Arm kann man hier verstellen. Hier hat man nochmal was zum Abdrücken. Also den kann man auch verstellen, so wie man es gerade braucht für die speziellen Felgen. Hier gibt es dann noch die Niederdrücker, sage ich jetzt mal. Die kann man dann noch fixieren. Bei dem Hebel. Hübbel! Montierhübbel. Genau. So. Dann schauen wir mal an den Reifen. Also zuerst die Wuchtgewichte entfernen. Aber wieso entfernst du die? Das macht man so. Das macht doch der Montagearm dann von selber, der schiebt hier über die Felge drüber. So. Dann Luft rauslassen. Dann wartet man, bis man dieses schöne Pfeifen hört. Ja, das Pfeifen ist das Signal vom Reifen, dass er bereit ist, abmontiert zu werden. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, dann mal hier rüber wechseln bitte. Jetzt wird hier der Reifen abgepresst.
auch das Gute, dass man hier den Plastikschutz hat für Alufelgen und hier diesen kleinen Hebel. Das verhindert, dass der Montagearm, also der Abdrücker, hängen bleibt. Das ist auch ganz cool, weil das hat man auch öfters, dass er dann sich so verkeilt, dass man ihn fast nicht mehr rauskriegt. Genau, dann die Felge einspannen. Also hier könnte man jetzt, ich zeige es nur mal, das ist zwar eine Stahlfelge, aber ich kann es mal demonstrieren, wie das da geht. Hier kann man den jetzt platzieren und wenn der Reifen so hart ist und quasi die Felge nach oben drückt, dann kriegt man die schwer in die Haltebratzen rein und da kann man das quasi hier ein bisschen runterdrücken. Das ist ganz hilfreich. Perfekt. So, das war's schon. Jetzt machen wir das Ding wieder drauf. Normalerweise würde man da jetzt ein neues Ventil dran machen, brauchen wir aber nicht. Aber das ist schon neu! Ja, stimmt, das ist sogar neu. Passt. So, hier ordentlich einschmieren hier. Mit dem Schmierrieder. So. Ordentlich drauf. Da müsst ihr natürlich auch auf Laufrichtung achten. Ist meistens immer ein Pfeil drauf auf dem Reifen. Und sonst Inside-Outside. Okay. So, jetzt kann ich das mal demonstrieren, wie das hier mit dem Montagehübel funktioniert. Also bei Stahlfelgen braucht man das eigentlich nicht, aber ich zeige es jetzt mal, wie es geht. So. Ja. Braucht man nicht mal ein Montiereisen. Das geht richtig super. Genau, und das würde jetzt bei Runflat würde einem das sehr das Leben erleichtern, weil wenn man eine scheiß Maschine hat, dann geht es fast nicht. Man braucht zwei Montiereisen, zwei Leute, was auch immer. Und so kann man das alles alleine machen. Ganz easy peasy. Genau. So. Gut erklärt, Marco. Easy peasy. Easy peasy. Passt. Noch den Reifen auffülle. Ich muss zweimal knallen. Mindestens. Das ist immer witzig, das erschreckt immer die neuen Azubis, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben Reifen montieren. Das darf man ihnen nie sagen, dass das dann so einen Plopp macht. Weil dann ist immer so, sie füllen auf und dann bumm und dann ah! Das ist immer ganz witzig. Ich glaube, der Reifen ist kaputt, der hat mich zweimal Plopp gemacht. Nee, ich glaube, der ist schon drüber geschlüpft. So. Dann das neue Ventil nehmen. So. Und dann richtig festknallen, die Scheiße. So. Danke fürs Zuschauen. Danke, Marco, fürs Montieren. Das hat sehr, sehr fachmännisch ausgesehen. Meisterhaft.
Wenn ihr jedes kleinste Detail auch noch dazu wissen wollt, haben wir noch ein Video hochgeladen, wo wir direkt zu Besuch waren bei ATH Heinl. Da erklärt Fabian Heinl das sehr gut. So ist das jetzt unser Vorstellungsvideo dafür gewesen. Wir haben uns auf das Wichtigste beschränkt, was den Schrauber in der Werkstatt sozusagen interessiert. Hauptsächlich wird damit sowieso der Azubi arbeiten müssen. Naja, bei den großen Dingern glaube ich. Ah doch, da muss ich schon dazu gedrungen kümmern. Immer, immer. Bei den großen Pötten. Bei den großen Pötten, ja, die sind wir heilig. Ja, ja. ja, im zweiten Teil werden wir euch unsere unsere Fuchtmaschine vorstellen. Kann man bestimmt auch irgendwie Reifen montieren, wenn man es drauf anlegt mit Montiereisen und Drehen. So einen kurzen Shot davon, aber nur ganz kurz. Weil das Video sieht man gleich. Was gleich in der nächsten Folge? Ja, Nächsten Folge von Wir zeigen euch ATH Sachen. Also hier kann man gut auch andere Sachen trainieren. Man kann hier Karate zum Beispiel trainieren.